Der moderne Supermarkt. Eine kunterbunte Welt aus Plastik. Fast alles hier ist verpackt. In Folien, Netzen, Schalen aus Kunststoff. Auf jeden Burger kommen im Jahr über 20 Kilogramm Plastikverpackungen. Inzwischen haben auch Flaschen aus Plastik das Glas nahezu aus den Regalen verdrängt. Denn Plastik ist praktisch. Es ist leicht, stabil, formbar und es ist billig. Vor einem halben Jahrhundert schafft der Kunststoff den Durchbruch und wird in kürzester Zeit zur Massenware. Plastik wird zum Inbegriff eines neuen Lifestyle. Here is a piece of Tupperware. The vacuum mixer mixes, shakes and whips in a vacuum. Über das, was drin ist, machte man sich lange keine Gedanken. Wenn es schon Lücken bei der Lebensmittelkennzeichnung gibt, bei Verpackungen gibt es fast gar keine Hinweise auf Inhaltsstoffe. Kryptische Kürzel sind das Einzige, was wir entdecken. Dabei gibt es viele verschiedene Kunststoffe. Und in ihnen die unterschiedlichsten Additive, Farbstoffe oder Phthalate, sogenannte Weichmacher. Plastik ist vielen nicht geheuer. Was für ein Verhältnis haben Sie denn zu Plastik? Ein ganz zwiespältiges. Weil? Also die bunten Schüsseln und sowas finde ich sehr anziehend, das gefällt mir gut. Aber in Bezug aufs Essen ist es schrecklich, weil alles, was eingepackt ist, ob die Bananen oder die Orangen, ich versuche alles nicht eingepackt zu kaufen, aber es fällt mir sehr schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, je weniger Plastik, desto besser. Ich würde lieber ohne Plastikverpackung kaufen. Also mit Papiertüten zum Beispiel. Die Inhaltsstoffe, die in Plastik verwendet werden, sind umstritten. Sie stehen im Verdacht, Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs auszulösen und unfruchtbar zu machen. Wie viel davon landet in unserem Körper? Oder geht es uns besser, wenn wir Plastik meiden? Das wollen wir herausfinden und machen einen Selbstversuch. Für eine Woche verzichte ich auf Kunststoffverpackungen, Bio statt Plastik. Und ich esse eine Woche lang Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind. Bin ich nach dieser Woche gesünder? Habe ich mehr Plastikchemikalien in meinem Körper? Um unsere Werte miteinander vergleichen zu können, schicken wir am Anfang und am Ende der Versuchswoche Proben in ein medizinisches Labor. Aber zunächst will ich sehen, wie Verpackungen überhaupt gemacht werden. Dafür muss ich in die Niederlande fahren. Denn alle von uns angefragten Firmen in Deutschland wollen uns nicht filmen lassen. Hier erfahre ich, dass es unterschiedliche Mischungen von Plastik und Zusatzstoffen gibt, die Plastik geschmeidig werden lassen oder hart, klar oder trüb. Die genaue Rezeptur ist eine Wissenschaft für sich und wird von jedem Hersteller streng geheim gehalten. Manche Mixtur ist gefährlicher, manche weniger. Dieses Unternehmen arbeitet mit Polyethylen und Polypropylen. Experten schätzen diese Stoffe als relativ unbedenklich für die Gesundheit ein. Der Geschäftsführer der Firma beteuert, dass in seinen Folien keine schädlichen Stoffe stecken. Was wir hier benutzen, ist nur lebensmittelechte Material. Und Sie sagen, Sie brauchen keine Weichmacher, um Ihre Materialien. Wir brauchen keine Weichmacher, das braucht Polyethylen gar nicht. Polyethylen kann man immer verarbeiten ohne Weichmacher. Andere Hersteller erklären uns, dass es für Weichmacher und BPA gesetzlich festgelegte Grenzwerte gibt. Und diese würden eingehalten. Meine Testwoche ohne Plastik beginne ich auf dem Wochenmarkt. Ist bei euch alles ohne Plastik eingepackt? Denn im Supermarkt bin ich nicht fündig geworden. Die Auswahl ist groß an Obst und Gemüse, aber natürlich auch ein wenig teuer. Ich werde auf einiges verzichten müssen. Denn Cornflakes oder Fertigpizza, so etwas gibt es nur in Plastik. Die Woche wird für mich wahrscheinlich nicht so leicht. Ein bisschen ist es wie früher, als die Menschen ihre Lebensmittel noch direkt beim Hersteller einkauften und sie in Papiertüten nach Hause trugen. Heute sieht das anders aus.
Ja, alles in Plastik. Das Leben besteht nur noch aus Plastik. Was ist drin im Plastik, in Plastikverpackung? Machen Sie sich darüber Gedanken? Natürlich, klar. Ja? Weil das ist ja genau das, wo man auch weiß, dass es auch gerade Kleinkinder schädigt. Ja? Und wenn man Kleinkinder hat, sollte man doch ein bisschen mehr darauf achten. Ich versuche wirklich, unverpackte Sachen zu kaufen, wenn das geht. Und wenn, dann packe ich es in Papiertüte oder irgendwas rein. Lebensmittel in Plastik eingeschweißt und abgepackt stehen für eine Woche auf meinem Einkaufszettel. Ich will wissen, habe ich danach mehr Weichmacher und BPA in mir? Mich interessiert jetzt natürlich auch, was genau drin ist in den Verpackungen. Ob Zusatzstoffe in mein Essen wandern. Um das herauszufinden, fahre ich nach Aschaffenburg und bringe eine Auswahl meiner Lebensmittel zur Analyse ins Labor. Super, danke. Das Labor wird meine zufällig ausgewählten Lebensmittel auf verschiedene Weichmacher und auf Bisphenol A untersuchen. Insgesamt 8 Inhaltsstoffe, die besonders stark in der Kritik stehen. Für diese Stoffe wurden deshalb inzwischen gesetzliche Grenzwerte festgelegt. Aus den Verpackungen dürfen nur ganz geringe Mengen in das Lebensmittel übergehen. Das Labor soll prüfen, ob die Grenzwerte auch eingehalten werden. In einer Woche wissen wir mehr. Es ist schon ein seltsames Gefühl, nicht zu wissen, ob ich mit jeder Mahlzeit winzige Mengen von Zusatzstoffen aus Plastikverpackungen mitesse. Und nun stehen für die nächsten 7 Tage ausschließlich solche Lebensmittel auf meinem Speiseplan. Die Suppe kannst du alleine essen. Hättest du nicht Bio essen können? Das gefällt weder mir noch meiner Familie. Der Vorteil, das Essen ist schnell zubereitet. Wasser rein, ziehen lassen, fertig. Aber ein fader Nachgeschmack bleibt trotzdem. Ich schmecke jetzt natürlich kein Plastik, aber komisches Gefühl ist schon. In meinen Kühlschrank wandern in dieser Woche ausschließlich Lebensmittel ohne Plastikverpackung. Das soll besonders gesund sein. Aber es ist auch eine größere Umstellung, als ich erwartet habe. Nicht nur für die Zubereitung brauche ich mehr Zeit, auch um alles zu besorgen. Ich habe das heute gemerkt, wir waren heute einkaufen, es gab nichts. Ne? Also es gab klar so frische Sachen, Gemüsepäckste. Ja, oder du gehst zum Bauern. Ich gehe davon aus, wenn ich nur unverpackte Lebensmittel kaufe, dann nehme ich auch weniger Plastikrückstände über das Essen auf. Ob das stimmt, werde ich in einer Woche erfahren. In Hamburg bin ich mit einem Chemiker verabredet, der beim Thema Plastik ein völliges Umdenken von Politik, Industrie und Gesellschaft fordert. Professor Michael Braungart. Er kritisiert, dass der Verbraucher kaum etwas erfährt über das, was in den Verpackungen drinsteckt. Wie gesund ist das denn, was wir so aus dem Regal holen? Die Verpackungsindustrie ist sicherlich am weitesten, was die Produktentwicklung angeht, von allen Dingen. Das heißt, es gibt keine anderen Bereiche, die so lange diskutiert worden sind in der Öffentlichkeit, wie Verpackungen. Aber sie sind nur einseitig verbessert worden in Bezug auf Kosten und in Bezug auf Verwendbarkeit, aber nicht in Bezug auf Umwelt und auf Gesundheit. Und darum sind hier ganz viele giftige Additive drin, viele Hilfsstoffe, Weichmacher, Zähigkeitsverbesserer, Gleitmittel. Aber es gibt doch Grenzwerte und wenn die eingehalten werden, müsste doch alles in Ordnung sein. Es gibt immer Grenzwerte für ein paar einzelne Substanzen, aber da gibt es nur ein paar hundert. Insgesamt werden aber im Verpackungsbereich viele tausend verschiedene Chemikalien verwendet, die überhaupt nicht drin sind. Allein Pigmente und Farben sind über 4000 davon. Aber jede Substanz muss doch zugelassen werden. Keine Zulassung, keine Möglichkeit, sie einzusetzen. Wir haben in einem Joghurtbecher allein 600 verschiedene Additive gefunden. Jede einzelne Substanz ist der Genehmigungsbehörde überhaupt nicht bekannt. Das heißt, insgesamt würden wir einen Chemiecocktail ausgesetzt, ohne dass wir uns da irgendwie dagegen wehren können. Professor Braungart betont, der Verbraucher habe das Recht zu wissen, welche Stoffe in der Verpackung stecken. Und es sollten nur noch Chemikalien verwendet werden, die nachweislich unbedenklich sind.
Es geht darum, dass die Dinge positiv definiert werden, dass deklariert wird und sagt, dieses Produkt ist mit folgenden Zutaten gemacht. Wenn ich Sie zum Essen einlade, sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen, das hilft Ihnen gar nichts. Ja? Und ich sage, es ist der Quecksilber, Plutonium und Uran-Grenzwert eingehalten, das hilft Ihnen auch nichts. Sie wollen wissen, was drin ist in dem Essen und das kann ich Ihnen dann positiv festlegen und das muss so sein. Im Nachbarland Dänemark werden Verbraucher besser geschützt. Bei Verpackungen hält sich die Regierung in Kopenhagen zwar an die EU-Regeln, aber sie hat darüber hinaus 4 Weichmacher in allen Innenräumen verboten. Sie dürfen also nicht mehr in der Tapete oder im Teppichboden stecken. Ich habe einen Termin mit Umweltministerin Ida Auken. Ich will erfahren, warum sie Stoffe verbietet, die in Deutschland und im Rest der EU noch immer erlaubt sind. Als Ministerin reagiere ich sofort, wenn ich auf einen Bereich wie diesen stoße. Bei diesen 4 Phthalaten besteht ein unnötiges Risiko. Ich meine, dass wir die Produkte vom Markt nehmen sollten. Es gibt keinen Grund, die Bürger diesem Risiko auszusetzen. Gibt es ja in der EU kein solches Verbot. Warum geht Dänemark voran? Dänemark ist vorangegangen, eben weil wir uns Sorgen um unsere Mitbürger machen. Wir haben der EU zugleich einen Vorschlag für eine generelle EU-weite Regelung gemacht. Die wäre uns am liebsten. Bis es dazu kommt, werden wir zunächst unsere Bürger schützen. Nicht nur das EU-Land Dänemark will strengere Regeln. Schweden arbeitet derzeit an einem Totalverbot von BPA. Und auch Frankreich setzt auf Vorsorge. In Lebensmittelverpackungen darf BPA ab 2015 nicht mehr verwendet werden. Das hat die Nationalversammlung Ende November beschlossen. Und gerade prüft man dort, ob Weichmacher komplett verboten werden sollen. Das einfach laufen lassen hat im öffentlichen Gesundheitswesen nichts zu suchen. Wir als Politiker müssen kontrollieren, einschränken und, falls es nötig ist, auch sanktionieren. Wir wollen wissen, wie es in Deutschland ist. Doch für ein Interview steht uns Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner nicht zur Verfügung. Wir bekommen schriftlich Antwort. Weichmacher und BPA sollen vorerst nicht verboten werden. BPA sei aber bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit auf dem Prüfstand, heißt es. Dabei sollen alle verfügbaren Daten berücksichtigt werden. Einfließen sollen insbesondere auch neue Erkenntnisse über Wirkungen im Niedrigdosisbereich. Das Umweltbundesamt untersucht die Wirkung von hormonähnlichen Stoffen wie BPA und Weichmachern auf den Menschen. Beide sind im Plastik nicht fest gebunden und wandern heraus. Wie Wasser aus einem Schwamm. Würden Sie sich wünschen, dass wir ähnlich wie Dänemark oder Frankreich einen Schritt vorangehen, dass man mehr verbietet, einfach aus Vorsorgegründen? Was die Verwendung von Produkten, die nah an Kindern sind, angeht, würde ich klar sagen, je mehr Vorsorge, desto besser. Weil wir bei diesen Stoffen, die wie Hormone wirken, eben das Problem haben, dass die Belastung in der Kindheit oder im Mutterleib ihre schädlichen Folgen erst in der Pubertät oder später